habe eine genaue Karte von dem Gebiet angefertigt, in dem wir... Dass in Anno 1503 auch heftig die Fetzen fliegen, haben Sie im Missionsvideo bereits gesehen. Natürlich geht es im Strategiespiel von Sunflowers aber in erster Linie ums Aufbauen und Wirtschaften. Wir wollen Ihnen jetzt exklusiv auf DVD einige der wichtigsten Neuerungen gegenüber dem erfolgreichen Vorgänger Anno 1602 vorstellen. Unsere Städte wuchsen rasch und gewannen an Größe und Ansehen. Bereits beim ersten Hausbau fallen die grafischen Verbesserungen ins Auge. Das echte 3D-Terrain hat bis zu 32 Höhenstufen. Unterschiedliche Baustile sorgen trotz des gleichen Gebäudetyps für optische Abwechslung. In insgesamt 6 Klimazonen siedeln 9 eingeborenen Völker, mit denen sie handeln und kämpfen können. Auf Steuern als Einnahmequelle wie in Anno 1602 müssen sie verzichten. Geld bekommen sie nur durch den Verkauf von Waren an Marktständen. Die 38 zivilen und militärischen Upgrades müssen in der Schule erforscht werden. Für jeden Schulbesucher erhalten sie einen Wissenspunkt. Mit 10 davon und 150 Goldstücken können wir uns zum Beispiel eine Feuerwehr leisten. Dank der Enzyklopädie mit eingebauter Suchfunktion sollen sie auch ohne Handbuch auf jede Frage eine Antwort finden. Das Handelsroutensystem funktioniert jetzt deutlich komfortabler als in Anno 1602. Bequem legen sie Warenmenge und Umschlagsplätze fest. So bekommen ihre Inselbewohner schnell feinsten Tabak geliefert und bringen ihnen am Marktstand neues Geld für den Ausbau ihrer Anno-Siedlung.